Jo, Leute, was geht? Euer Schützefuzzo hier zu einer neuen Folge von Dota Auto Chess. Wir werden heute, glaube ich, auch mal den neuen Kurier rollen, den wir uns holen können. Das machen wir gleich mal zu Anfang. Hier, zack. Gucken wir mal, was wir Schönes kriegen. Weil die NPC-Runden hier am Anfang sind ja eh alle ein bisschen uninteressant. Okay. Zombie-Hopper. Ah, der sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Zeig mal her. Obwohl, ist ja ganz cool. Er guckt halt irgendwie komisch, ne? Warte, wir schauen uns den gleich mal näher an, wenn wir gekauft haben für nächste Runde. Oder jetzt schon, zeig mal. Guck mal, wie der hüpft. Wirklich ein Hopper. So, wir kriegen Knights. Das heißt also, wir nehmen sie auch. Zack. Wie viel Gold kriegen wir nach der nächsten Runde? 3, ne? Dann müssen wir den. Wir saven das, wir verkaufen den Tusk, verkaufen die Luna und den Chaos Knight. Mal so auf ganz trocken. Der ist ein bisschen riesig, oder? Wie er hüpft hier. Hopp, 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 hopp. Das finde ich, ist echt eine coole Ansicht hier, wie man das Spiel auch haben kann. Ich habe schon überlegt. Ah, kriege ich es hin? Hier, man kann sich das Spiel so hier anschauen. Sieht eigentlich ganz cool aus für die Mob-Runden. Aber insgesamt auch ein bisschen verwirrend, aber ich finde, hier sieht man auch richtig, halt, dass die Figuren auch wirklich in 3D sind. Wenn man es so hat, jetzt finde ich hier halt den Hintergrund, das ist mir ein bisschen zu dunkel. Die andere Richtung, weiß nicht, hier hinten, ne, diese, wo es dann hier hinten so ein bisschen auffällt, das sieht halt nicht so gut aus. So, jetzt zoomen wir hier mal wieder weg, verkaufen ihn, nehmen die beiden mit, locken das hier wieder, machen das wieder auf. Und setzen unsere neuen Freunde mal hier mit hin. Also ich glaube mal, wir sollten jetzt sogar ganz gut gewaffnet sein, auch gegen die, die schon bessere Sachen haben. Weil wir die Knight-Kombo haben, zwei Chaos Knights, eine Luna. Ich hoffe mal, damit sind wir sehr, sehr stark. Also jetzt haben wir eh nochmal die letzte Mob-Runde, wenn ich jetzt richtig liege. Weil wir auch noch kein Item gefunden haben. In der letzten Runde kriegen wir immer maximal noch eins raus. Irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das fest so ist oder wie genau, aber irgendwie eins kriege ich eigentlich immer. Da ist es nämlich schon. Ah, sogar zwei Stout-Schilder. Komm, alle guten Dinge sind drei. Weil so sieht hier das Wasser halt in Ordnung aus, aber wenn ich ranzoome, dann sieht das irgendwie so ein bisschen schmutzig aus. Auch gerade, weil dahinter der hintere Rand hier so doof aussieht. Ich finde, das hätte man weiter strecken müssen und anders machen sollen. Oh, ich weiß nicht, ob das dann so viel Leistung oder irgendwie sowas frisst. Aber meiner Meinung nach hätte man das ruhig dann schon so machen können. Ich weiß nicht, wollen wir erst. Ja, komm, wir kaufen erstmal ihn mit. Ihn mit. Das sollte fein sein. Wir geben mal ihm ein Schild und der Luna auch. Weil wir den Chaos Knight zusammen craften. Zwei Schilde brauchen wir eigentlich auf dem nicht. Also, ich hoffe, jetzt habe ich immer gute Early-Game-Charaktere gewählt, weil das fand ich auch cool. Ich glaube. Oh, ich möchte jetzt nichts falsch sagen. Yannis, ne? War das im Livestream? Der mich darauf hingewiesen hat, dass ich nicht so doll auf Kombos eigentlich fokussieren, sondern eher im Early auf starke Einheiten. Und vielleicht habe ich jetzt mal beides gemacht, weil der Chaos Knight ist meiner Meinung nach sehr stark im Early. Die Luna ist auch ganz fein eigentlich. Ich hoffe mal, damit kommen wir gut durch. Also war Zufall, dass wir es so gezogen haben. Aber darauf wollte ich halt auch ein bisschen achten. Nehmen ihn jetzt auch mal mit, weil wir das Gold haben. Einfach nur, damit wir sie jetzt nicht nochmal ziehen. Wir können ja jederzeit alle verkaufen. Wir werden auch sehr stark probieren, auf Interest zu gehen. Wir müssen halt nur gucken, wie wir es halt ne, machen mit dem Kaufen und wieder vielleicht eventuell verkaufen. Jetzt könnten wir halt hier den Ogre-Magi finishen. Wir könnten uns halt auch hier einen Interest holen. Einen Witch-Doktor hätte ich gerne. Der Witch-Doktor ist auch eigentlich recht stark. Den würde ich gerne hinsetzen. So, den Ogre-Magi. Obwohl. Wir haben jetzt halt auch noch einen Ogre-Magi 2. Sagen wir, setzen ihn lieber hin, behalten ihn hier auf der Hand zurück. Oder? Nee. Das hätte ich nicht verkaufen dürfen. Das war dumm. Ich habe gerade überlegt, ne, alles verkaufen, den hinsetzen wegen Aufleveln. Aber den Batrider hier brauchen wir ja auch noch. Falls wir in Knight-Trolle gehen wollen. Also falls wir das machen wollen. Das ist ja jetzt im Moment meine Lieblingskombo. Wird wahrscheinlich nicht so kommen. Am Ende kommt eh immer hier ganz, alles ganz anders. Aber falls es so sein wird, ne? Könnten wir jederzeit. Ich würde gerne Mages vielleicht mal rein kombinieren. Das wäre vielleicht mal eine ganz coole Idee. Ja, und. Hier gibt es noch einen Dragon Knight später. Dann, das heißt, wir nehmen ihn jetzt auch nochmal mit. Der wäre aber jetzt sogar sehr früh damit dem Verkaufen dran. Ich glaube, wir sind im Moment sehr gut gerüstet hier mit den Einheiten.
Ja, von den Sachen will ich auch eigentlich nichts haben. Wir verkaufen jetzt wieder den Pack, weil jetzt haben wir unseren Interest-Bonus. Und darauf wollte ich auch wieder mehr achten, dass ich immer einen ordentlichen Interest-Bonus habe. Beim Livestream sind wir jetzt auch von Night 8 auf Night 4 runter. Aber ich habe ja auch heute sehr viel nebenbei gequatscht. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, öfter zu Livestreamen. Das war jetzt eigentlich ganz cool, das Wochenende. Jetzt ist noch Sonntagabend. Ich glaube, die Folge hier kommt, lasst mich nicht lügen, Dienstag, 18 Uhr. Ich hatte halt, ne, jeden Tag 18 Uhr meine Folge hier hoch. Seid ihr jetzt schon seit fast 2 Monaten gewöhnt. Und ja, im Livestream, jetzt haben wir am Wochenende viel gelivestreamt, das werde ich auf jeden Fall diese Woche mir auch wieder vornehmen. Ich weiß nicht, ob ich in der Woche abends noch streame, so entweder so ab 16 Uhr oder ja, vielleicht auch ab 20 Uhr. Ich finde das nur immer doof, wenn man halt ein Video rauskickt und dann noch live geht, weil dann wird das Video am Ende weniger geklickt und ich will halt auch, ich will, dass ich Live-Aufmerksamkeit habe und das halt auch, aber meine Videos trotzdem die gleiche, also dass meine Videos nicht drunter leiden, die ich hochlade. Weil das, dann brauche ich auch die nicht machen, dann brauche ich eigentlich nur immer jeden Tag 18 Uhr live gehen, so nach dem Motto. Könnte ich aber auch machen, wenn ich die Zeit dafür halt an den Tagen habe. Oder teilweise auch besser gesagt hätte, das fände ich auch teilweise sehr schön, wenn es so wäre und ich das machen könnte. So, ich würde sagen, wir leveln ruhig mal einfach auf. Heimlich still und leise. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt mit der Hand die Runde sogar gewinnen werden. Wir setzen die mal nach hinten. Weil, obwohl der Bad Rider, ja, der stirbt halt schnell. Er hier hat eh den Flächenheal. Er muss schnell in der Frontline mitstehen. Er hier hat guten Damage und er muss halt tanken, deswegen steht er da rechts außen. Jo, und dann hoffen wir mal, dass wir die Runde gleich so gewinnen. Ja, okay, dagegen gewinnen wir. Das ist süß. Der ist eigentlich recht süß mit seinem Feld. Der wird zwar seine kleinen Wölfchen hier holen, aber eigentlich sollte uns das hier nur ein kleines Lachen geben. Oh, er hat nicht mal die Wölfchen geholt. Das ist aber sehr gut für uns. Wie heißt der Bounty Hunter? Ah oh ja, okay, ja, das ist das Icon. Ja, der ist ja cool. Der ist cool drauf, nennt sich Bounty Hunter. Hat das Icon drin, hat über den Bounty Hunter so als in den ganzen Slot Size Bilder. Hat er einen, und er hat aber auch einen gekauft, ne? Oder schon zwei. Ich würde sagen, waren wir auch auf seinem Feld, weil ich habe die beiden hier gesehen. Dann habe ich aber hier erst den Razor noch gesehen. Razor hätte ich jetzt auch noch gerne. Ist ja nicht mehr so wie in meiner Anfangszeit. Den würde ich jetzt doch erstmal wieder kaufen. Also hier, ne? Bounty Hunter brauchen wir gar nicht erst kaufen. Den würde er immer mitnehmen wahrscheinlich. So, hier, jetzt haben wir hier den Vorteil. Jetzt können wir den hier auf der Hand rufen. Nehmen wir gleich mal hier die Kombo mit. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, auf der Hand dauert das Kombinieren einfach länger. Ich weiß nicht, ob ich damit total falsch bin, aber das gibt mir das Spiel so als Gefühl. So, eigentlich brauchen wir den schon gar nicht mehr bei Interest, ne? Und der ist halt eigentlich eine gute Figur. Den könnte man eigentlich hinstellen. Wir haben halt 4 Knights, Ogre 2. Und Ogre 2 würde ich jetzt mal besser sagen, der ist besser für uns als der Beastmaster, weil er halt gut tankt. Hat auch eine komische Lebensanzahl, ne? Wegen diesen 10% oder wie viel er hier auch kriegt. Ganz komisch. Steht, kann ich das irgendwo einsehen, wie viel es dann plus gibt für den? Keine Ahnung. Oh, verlieren wir hier? Nee, oder? Der hier sieht ja gefährlich für uns aus. Der muss schon, so ein Shadow-Schaman muss immer weg. Ein Ex ist einfach nur tanky. Okay, da lag der Hund begraben. Dadurch, dass wir jetzt einen Chaos Knight 2 haben, den müssen wir auch nochmal umplatzieren, glaube ich. Sind wir auch nochmal stärker geworden. Na, Battle läuft noch. Wir haben hier auch gegen wen haben wir gewonnen? Auch einer, der hier noch weiter oben mitspielt. Der hier macht sein Feld auch fein. Hier wird noch gekämpft. Oh, das sind, glaube ich, wir sogar. Ne, wir waren ja schon fertig. Würde sagen, das sind wir, aber wir waren ja schon fertig. Oh, hier geht noch einer Knights. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht mehr beeinflussen, weil wir haben schon 4 fertig. Und die letzten beiden zu ziehen, wird jetzt kein Kunststück sein. Es ist ja auch nur noch der Dragon Knight und wer noch? Wer war noch übrig? Der Dragon Knight und bin ich doof? Der Dragon Knight war offen. Der Abaddon. Ja, der Abaddon. So, ja, komm, verkaufen wir ihn mal. Nehmen lieber ihn einmal mit, haben wir 20 Gold, sind wir fein. So, Winning Streak Bonus ist halt sehr nice im Moment. Deswegen, wir hätten jetzt auch Early 6 gehen können. Aber ich nehme lieber einen höheren Interest gerade mit, auch wenn wir dadurch unsere Winning Streak gefährden. Aber ich war eigentlich davon überzeugt, dass wir noch fast jeden machen. Natürlich müssen wir jetzt gegen den anderen mit 100% ran. Ist halt dann immer so, ne?
Unsere Luna greift ganz schön unglücklich an, weil der SS nach hinten gesprungen ist. Das heißt, die Luna packen wir nicht mehr in die Backline. Haben wir gerade gelernt. Weil der Batrider wird hier auch schnell draufgehen. Unser Chaos Knight hat auch gerade Probleme. Das ist alles nur, weil er eine Einheit, entweder eine Einheit mehr hat oder er ist echt stärker. Er hat hier halt auch schon den Treu-Warlord. Ja, darauf hätte ich vielleicht. Weißt du, ja, das ist dann immer dieser Moment, wenn man eigentlich richtig gut steht. Aber dann kommt genau der andere, der halt nochmal ein bisschen besser ist. Man hätte gegen alle anderen wahrscheinlich sogar gewonnen, so wie wir das gespielt haben. Nur halt gegen den nicht. Und gegen den musst du halt dann, weißt du? Das ist ein bisschen. Ja, doof. So, möchte ich hochleveln? Nö, eigentlich nicht. Ich habe hier auch. Habe ich schon Human Mage gesehen? Oder. Also halt das einfach ausgeblendet im Kopf? Oder was habe ich getan? Der hier hat einen. Oh, wir wollten die Luna umplatzieren. Zack. Und zack und zack. So, da kann der Batrider immer als erstes hinten sterben. Juckt halt, ne? So, der hier hat das. Der hier hat. Der hat einfach aus dem Nichts. Der hat hier Knights und Krieger und ein Bounty hat. Hä? Ich raff's nicht. So. Das Item nehmen wir natürlich mit hier. Interest-Bonus kriegen wir hier auch nichts voll. Also wir könnten, aber wäre dumm. Ja, mit den Items freue ich mich sogar an. Ich weiß nur nicht, wer unbedingt. Ich glaube, wir warten, dass wir da den Troll-Warlord ziehen. Wir wollen ja Trolle. Vielleicht doch jetzt noch Trolle Knights kombinieren, weil jetzt haben wir sie hier noch gezogen. Vielleicht, dass wir da noch einen Disruptor reinbauen. Oder also Warlock würde ich halt immer mal gerne reinbauen. Dann kriegt man halt beides nicht komplett voll. So, komm du mal wieder auf die Hand. Da wäre jetzt zum Beispiel noch ein Ogre Magi, aber ich glaube, ich verkaufe den hier lieber für den Interest. Fahre ich, glaube ich, besser mit und wir hätten auch darauf hoffen können, dass wir gewinnen, aber eigentlich brauchen wir den auch nicht so. Sind eigentlich im Moment fein. Wir haben 30 Gold schon zusammen. Und ja, Richtung Runde 15 sind wir nur Stufe 6, aber wir haben drei Stufe 2 Einheiten, die uns hoffentlich gut durchcarryen. Ja, und unser Abaddon, unser Dragon Knight haben sich halt leider noch nicht gezeigt. Wir haben im Moment auch eine sehr niedrige Chance auf den Dragon Knight. Das nimmt sich dann mit nächsten Level schon mal ein bisschen. Gegen Mumi 91, Batrider 2, X2, Tass 2, Ogre Magi 2. Ja, der ist auch ganz schön stark von den Grundeinheiten. Und wo hat der hier die Leit. Der hat auf dem. Der hat den Batrider einfach gedacht, ja, die Ulti brauche ich eh nicht. Geben wir ihm einfach mal die Maske. Okay. Ich habe meine Items halt noch nicht ausgerüstet, weil ich noch irgendwie warte auf irgendwas. Ich glaube, Damage und so. Können wir eigentlich schon auf den Luna packen oder auf den Chaos Knight gerade. Den können wir schon mal mitnehmen. Ja, wollen wir es einfach mal auf. Ne, eigentlich will ich es nicht einfach so aufleveln, so grundlos. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas nächste Runde verkaufe, weil, ne, Interest Bonus. Aber können wir uns halt auch nicht erlauben. Komm, gehen wir dem Chaos Knight mal ein bisschen mehr Schaden. Der macht hier schon keinen. Oh, aber der hier verliert ganz schön hart mit seinem Bounty, mit seinen Assassins. Okay, der will Assassins gehen, hat jetzt leider nur 5. Müsste jetzt 6 schon auf dem Feld haben, um Damage zu machen und um sich ein bisschen zu retten. Da er nur 5 hat und auch einen Lycan vorne, der nicht richtig tankt, kriegt er halt jetzt immer aufs Maul. Er ist zwar, also er macht zu viel Damage hier, deswegen rippt er den anderen jetzt vielleicht sogar, aber eigentlich hat das noch nicht richtig gemacht. Ne, er rippt den ja gar nicht andersrum, ups. Ich hab nicht drauf geachtet. Er hat halt kurzzeitig viel Damage gemacht, aber er hat halt auch sehr viel Damage kassiert. Und wir gegen Aphromose. Wer ist das? Okay, der hier. Gegen den haben wir verloren. Ich glaube, wir werden dann auch wieder unseren anderen Kurier nehmen. Irgendwie stört mich der gerade. Den ziehen wir Sachen, die wir gar nicht haben wollen. Das wird sein. Nee, aber irgendwie mag ich den gerade nicht so. Oh, komm, wir gehen Early 7, oder? Ja, komm. Auch wenn wir jetzt wieder sehr niedrig mit dem Gold sind. Aber wir müssen unbedingt den Dragon Knight ziehen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, möchte ich nicht zu lange warten. Es wäre natürlich cooler gewesen, hätte ich ein bisschen mehr darauf geachtet, dass ich noch 30 Gold zusammenkriege. Aber ja, mit dem Interest sollten wir auch dabei sein. Hauptsache, wir gewinnen wieder gut. Wir müssen halt auch dann Stufe 8 holen. Da könnten wir erstmal den letzten Troll, glaube ich, mit dem Sitz aus. Wir ziehen jetzt plötzlich beide Knights demnächst. Was ich nicht glaube. Ich weiß nicht, ob wir unsere Hand verdecken sollten, wenn wir dann weiterkaufen. Eigentlich bringt das nichts, ne? Eigentlich bringt uns nichts da weiter. Vielleicht ziehen wir von ihm ja noch welche. Dann setzen wir ihn einfach dazu. Ne, können wir gar nicht. Er ist der Demon. Der bringt uns nicht mal weiter im Spiel.
Tja. Na komm, Ogre, wenn dich keiner will. Im Moment können wir. Den nehmen wir auch nochmal erstmal mit, auch wenn wir ihn eigentlich nicht haben wollen. Und wir sparen uns halt jetzt ein bisschen hoch. Wir haben auch komischerweise keine Einheit wirklich bekommen. Den Razor habe ich gerade überlegt zu kaufen, gegen Witch Doctor erstmal auszutauschen. Aber es kommt halt goldtechnisch, dann müsste ich die beiden verkaufen. Ist das klug? Ist das gut so? Der Witch Doctor hat halt einen guten CC an sich. Aber der hält halt nicht so lange, ne? Eine Sekunde halt nur. Ich glaube, mit der DPS vom Razor machen wir lieber viel schneller einen Kill, als eine Sekunde jemand zu stunnen. Könnte halt auch Hits und so abbrechen beim Witch Doctor, ne? Das ist halt der Unterschied und der Witch Doctor greift schneller an. Aber der Razor macht halt mehr Damage. So, die Enchantress ist schon mal weg. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. So. Den habe ich jetzt einfach nur so gekauft, damit wir ihn jetzt nicht nochmal ziehen. Den hauen wir jetzt auch wieder raus. Wir könnten jetzt natürlich auch die Lina gehen für Human Mage. Aber ist eigentlich auch nicht so mein Ziel. Ich würde eher sagen, dass wir ihn noch verkaufen, weil von den Sachen wollen wir eh nichts haben. Wir haben ja als Demon den Chaos Knight. Den Shadowfiend brauchen wir ja deswegen nicht mehr. Der würde nur uns nach hinten werfen. Ja, das würde ich sagen, wir können erstmal ein bisschen chillen. Ich habe erst überlegt, ob ich Human Mage vielleicht mitnehme, aber ja. Man kann es halt in die Knights mit hier reinbauen, ne? Weil das ja dann die restlichen sind. Ich weiß gar nicht, der Lycan wäre sonst noch Human Mage. Sonst habe ich nur Magieeinheiten und der Knight da. Deswegen. Hätte man mal machen können. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal spielen. Nur die Silenzen halt nur. Wir haben im Stream nochmal rausgefunden, die haben ja früher richtig entwaffnet, dass der Gegner dich nicht angreifen konnte. Wäre natürlich jetzt besser, ne? So, unser Razor. Oh, Mithrilhammer, Chainmail. Mithrilhammer fehlt uns dann nur noch einer. Das ist cool. Oh, die Cloak nehmen wir auch gerne mit. Sehr schöne Items an sich. Nur leider kriegen wir... Also das hier mag ich eigentlich eh nicht so. Das sind halt sehr wenige Werte. Oh, da ist der Abaddon. Dann nehmen wir das so nochmal mit. Weiß nicht, wir können natürlich auch Early Stufe 8 gehen, ne? Aber ich glaube, dann übertreiben wir. Wollen wir den Chaos Knight buffen? Ist das hier unser Held? Der verbindet sich jetzt halt hier mit, das ist ganz okay. Das hatte ich eigentlich auch vor. Weil, ne, dass man so ein bisschen, dass er auch Schaden zurückwerfen kann als Knight. Ist halt heftig, weil er halt das Schild hat und er kriegt kaum Damage, kann aber davon trotzdem noch Schaden zurückwerfen. Oh, jetzt hier gegen den zweitbesten. Wir sind ja wieder nach oben geklettert. Haben Winning Streak Bonus auch. Also sehr, sehr schade, falls wir verlieren würden. Aber, oh, unser Razor ist, also, dass ich Razor gesetzt habe, war jetzt not bad. Der ist halt auch Mage, fällt mir gerade auf, ne? Ein Mage noch, wir wären richtig, richtig fein. Ah. Das wäre natürlich auch cool, so zwischendurch mal zu haben. Human Mage Knights. Dafür, dass so viele Knights gekauft haben, haben wir uns echt gut, also haben wir echt reingelackt, muss man ja sagen, ne? Jo, wir gehen Richtung Level. Wir ziehen halt unsere letzten Knight nicht. Den ich schon gerne ziehen würde. Wollen wir den Attack Speed behalten? Den Attack Speed Buff? Oder den Knight Buff lieber hier mit? Ah, nee, komm, wir lassen ihn hier hinten mit. Da stört er keinen. Da kann er niemanden auf den Keks gehen. Ja, ist halt richtig schwach in unserer Kombi. Er ist aber halt für die Knight zuständig und für den Treue neben. Weil seine Ulti ist halt nur vollkommen in Ordnung. Hat man gerne. Deswegen vielleicht auch ein Disruptor, aber er passt halt auch nicht wirklich rein. Sie hier wäre eigentlich vielleicht auch noch so ganz cool. Aber brauchen unsere Knights eigentlich auch nicht. Unsere Knights ulten halt schon dann, wenn sie ihr Schild bekommen haben, sind fein. Oh, ist der gefährlich für uns gerade? Hier, macht mal was. Gerade du hier mit deinem Schild. Ja genau, mach an. Dann stirbst du ja mir am Ende noch weg. Aber zum Glück reflektiert er auch Schaden. Das hätte sonst echt ein kleines Problemchen geben können. So, aber sehr, sehr schön. Noch sind wir halt wieder der Beste hier im Game. Ich habe halt Angst davor, dass hier plötzlich so einer von unten kommt. So wie ich das auch gerne mache. Alle so mit einem Schwupps mal mitnimmt. Und sich dann einen ablacht. So. Wir konnten richtig gut kaufen, haben ein bisschen gerollt. Ist okay. Dann haben wir jetzt hier noch sehr viel wartend.
Weißt du, wir können halt auch jederzeit diesen Razor an sich abgeben, den Okra auch. Und ich trinke jetzt mal nebenbei einen Schluck. Ich würde mich auch fragen, was bei der 10er Winning Streak mit unserem Kurier hier passiert, wie der sich verwandelt. Weil der sieht vielleicht dann nochmal richtig cool aus. Vielleicht wird er so ein richtig normalen Zombie. Wisst ihr, wie ich meine? Der dann so mit Armen nach vorn richtig ordentlich alles umrennt und nicht einfach nur so stumm. So. Ah, der Shadow-Schaman hat auf jeden Fall eigentlich Bock gehabt. Aber, oh, der gute Kevin hier, der zieht uns ab. Das wird hier nicht gut enden. Das, was er reflektiert, ist irgendwie auch nicht so vorhanden. Oh, der Stun ist eigentlich recht gut gewesen. Aber wir kriegen ja hier nicht mehr den Clockwerk raus, oder? Doch, den. Oh, wir haben den Clockwerk gekillt. Ne. Er macht das Unmögliche wahr, oder? Ne. Macht er nicht. Macht er nicht. Nee, macht er nicht. Wäre aber jetzt richtig cool gekommen, wirklich, ey. Hätte er das gemacht. Ich wäre komplett ausgerastet, ey. So. Eigentlich sind wir ja richtig glücklich mit unserem Feld. Ah, und wir sollten eigentlich auch leveln. Ah, hier, einen Reroll hier können wir uns erlauben. Nehmen wir ihn hier nochmal mit. Wir suchen halt immer noch den Decay, ne? Oh, jetzt habe ich ein bisschen gegen mein Mikro gehauen. Ich hoffe, das hat man nicht so laut gehört. Wenn ja, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Wir suchen halt den Dragon Knight. Und den Batrider suchen wir auch, sehe ich gerade. Und einen Abaddon. Aber Abaddon, den stelle ich gerade mal ein bisschen zurück, weil. Ja, unser Feld passt ja soweit. So, wird der hier uns umkloppen? Viel Gold hat er auf jeden Fall nicht, aber. Vielleicht hat er ja jetzt seine Assassinen so gut aufgebaut. Sein Liken hat er auf 2 bekommen. Aber es reicht nicht, okay. Weiß nicht, unsere Knights werden dann so tanky, wenn wir den Decay gezogen haben. Das könnte echt noch lustig werden. Der Dragon Knight, der ist halt meiner Meinung nach auch erst richtig stark, wenn man ihn halt Stufe 2 kriegt, ne? So. Der Razor ist unsere unwichtigste Einheit. Deswegen machen wir das mal so. Dann gucken wir hier nochmal rein. Also einmal muss ich hochleveln jetzt. Und dann nächste Runde halt erst wieder. Deswegen können wir hier nochmal ein bisschen so durchgucken. Eine Luna hätte ich, glaube ich, lieber als die Kollegen hier, oder? Ist das so? Also, ja, ich glaube ja. Auch wenn die Luna vielleicht sogar unwahrscheinlicher ist, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Auch Runde 20 ist erstmal eine chillige Mob-Runde. Ja, dann nächste Runde schön Stufe 8. Ich weiß nicht, ob wir aber dann schon hinstellen. Ah, schade, dass wir nicht hier den Chaos Knight schon mal Stufe 2 nochmal haben. Hätten wir den schön hinstellen können. Ja, wen geben wir denn dann hier? Der Luna geben wir das, oder? Unsere Chainmail haben wir ja schon aufgeopfert. Also wenn wir noch einen Hypersound ziehen, sind wir halt ein bisschen gepiekt. So, die beiden Items zusammen, nicht auf die Luna. Nicht, dass wir am Ende, falls wir das wirklich kriegen können, uns das so ein bisschen verbauen. Was haben wir denn hier? Da ist der letzte Bad Rider. Den wollten wir auf jeden Fall haben. Zack. Ein Level abnehmen wir schön mit. Was hatten die schon? Die hat nur ein Schild. Perfekt. So, was hat der Omni Knight? Nichts. Dann kriegt er jetzt auch mal was. Und, ah, komm, wir setzen ihn ja erstmal mit drauf, oder? Noch stört er ja nicht. Und jetzt fehlt halt nur noch der Decay. Und dann wären wir richtig, richtig happy. Aber irgendwie zeigt er sich halt nirgendwie, ne? So, keine Ahnung. Das Gute ist, dass wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Platz haben. Weil wir jetzt wieder Platz geschaffen haben. Wir können halt den Razor verkaufen, den Witch Doctor vielleicht dafür hinstellen. Ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Ja, unser Abaddon 1 nützt uns halt nicht viel, ne? Sollten vielleicht noch eine Luna in die Backline stellen, anstatt den Abaddon. Weil 5 Knights bringt uns im Moment halt eh nichts, weil wir den Decay nicht haben. Und mit ihm wäre halt. Er wäre halt echt wichtig für uns. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, der Ingame-Sound ist ein bisschen zu leise für euch. Ich habe das eigentlich falsch eingestellt. Ich habe es jetzt nochmal korrigiert. War halt nur ein bisschen leiser, so wie früher immer. Deswegen, also ich habe es eigentlich eh lieber, wenn der Ingame-Sound am Ende im Video leiser ist. Aber da viele mir geschrieben haben, sie wollen das unbedingt lauter haben, ne, hatte ich es halt dann noch lauter gemacht. Und das hier ist sehr angenehm. Moment mal, konnte ich gerade den dritten Kau. Das ist cool. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist es richtig cool. Dass ich 2 Stück hatte, den dritten einfach dazu kaufen konnte, so. Obwohl der Platz belegt war. So. Machen wir es so, oder? Hier, dich hauen wir schon mal raus.
Ich habe irgendwas verkackt, oder? Nee, ich habe einfach nur noch eine Luna hingestellt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putz! Alles richtig gemacht. Und noch eine Luna mehr drauf. Hier, oh. Okay. Okay, mit zwei Lunas kann ich mich anfreunden auf dem Feld. Da brauchen wir den Ogre Magi nicht mehr, den Razor auch nicht. Wir sind jetzt halt sehr, sehr, sehr stark geworden. Unser Dragon Knight sollten wir vielleicht nach links dann verstellen, zu der Luna. Verstellen, ja, hinstellen. Wir haben auch sehr viel, sehr viel, sehr viel Leben. Und unsere Knights sind am Late Game jetzt sehr, sehr, sehr stark. So, wartet mal. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wenn ich den hier und den hier auf die Hand nehme. Kann ich den? Wie heftig ist das? Wie heftig ist denn das? So, wir werden den hier hinstellen. Die Luna hat die eine nach da, den Abaddon dazwischen. Na komm. Den Abaddon hier hin. Aus dem Grund, dann haben wir vielleicht links und rechts eine Luna, oder eine Luna in der Backline. Wohl, wofür, ne? Ja, hier. Oh, Troll-Kombo, wir kommen. Oh, noch ein Omni. Wird wahrscheinlich eh nicht verenden, aber wir nehmen trotzdem mit. So, hier kommt wieder so ein Assassin-Kollege. Weil da sollte hoffentlich nicht das Problem sein, weil Knights. Ich finde, Knights sind immer sehr stark gegen Assassinen. Ich dachte eigentlich immer, Assassinen schnitzeln sich auch durch die Schilde durch. Aber die machen halt so viel aus, diese Damage Reduction-Schilde. Aber ich weiß ja nicht, wie viel das reduced wird. Wisst ihr, wie ich meine, oder? 30% Time being protected. Ja, die Chance ist aber 30%, oder? Und das. Oder lockt das 30% des Schadens. Und wenn ich drei Schilde habe, 90% des Schadens. Da bin ich irgendwie noch nicht ganz drin in der Welt. So. Ja, wir können eine. Wir müssen Stufe 9 machen. Um die Troll-Kombo auch noch auszuspielen. Aber wir haben es halt komischerweise sehr, 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 sehr schön runtergespielt. Ich kann mir nicht erklären, wie. Wenn ich mal hundertprozentig ehrlich bin. Aber irgendwie sind wir gerade stärker als alle anderen hier. Und jetzt haben wir sich auch hier viele. Oder haben die Luna und sowas abgegeben? Nee. Der hat ja auch zwei Luna 2. Und das hier, wer ist denn das? Zum, lass ich anklicken. Oh, das ist unser Freundchen hier. Wenn der rausfliegt, alles gut für uns. Ja, mit seinen Assassinen soll man machen. Das passt mir im Kragen. Hier auch einer mit dem Dragon Knight. Passt mir nicht so. So, der Kevin hat uns vorhin gemacht mit seiner doofen Enchantress. Jetzt machen wir ihn easy. So, haben eine 5er Winning Streak. Noch 5 Runden und unser Kurier könnte mal ganz cool aussehen. Also 5 Spielerrunden. Ich hoffe, so lange. Oh, doch, so lange wird das Game gehen. Der hat 71%. Der ist auch noch gut dabei. So. Ich frage mich auch immer, wie viel ich rerollen soll und leveln soll. Ich glaube, so sind wir fein. Level ich nochmal. Oh, ich würde fast schon sagen, nächste Runde hochleveln, oder? 20, 4. Ah. Wir schauen mal. Dann haben wir vielleicht 40 Gold und haben aber unsere Trollkombo endlich stehen. Der Witch-Doktor wartet halt auch nur darauf, hingesetzt zu werden. Der Troll-Warlord, der würde sich gerne nochmal auf meine Hand begeben, aber er hängt irgendwo in einem Paralleluniversum fest, wo er ihn leider nicht zu uns findet, wie es aussieht. Naja, hier sind eh nur die Harpien. Also hier ist eh alles angenehm. Die werden hier nicht viel machen können. Wenn sie vielleicht noch gehext werden hier von unseren Kollegen, wird noch süßer. Dann sind wir vielleicht. Ne, wir sind nicht als erstes fertig mit dem Mobs. Ich dachte, wir werden hier schneller. Aber die brauchen gerade ganz schön lange für unseren Kollegen. Oh, Demon Edge hatte ich schon so lange nicht mehr. Kann ich daraus eigentlich nochmal alles bauen? Das. Was ist das denn? Ach ja, die Battle Fury ist neu. Dann noch ein Mana Gain. Okay, das ist unwichtig. Komm, ein Reroll. Und wenn hier nichts dabei ist, ist es nicht. Klack und klack. Ja, komm, wir warten noch eine Runde. So, genau. Das Item war ganz cool. Das war neu. 30 Attack. Also, wie neu, muss man jetzt sagen, ne? War, glaube ich, ganz cool. Was haben wir hier? Wie haben wir das gebaut? Ah, okay. Das könnte man eher schon kriegen. Mit dem Demon Age, was ist das? Die Vine Rapier. Ach ja, mit dem Sacred Relict, was ich noch nie. Doch, das hatte ich schon zweimal in meinem Leben gezogen. Satte zweimal. Heftig, ne? Öfter nicht. So, das kriegt dann die Luna hier. Die braucht den Schaden. Das hier skaliert ja auch darauf, hoffe ich. Ja, der Reduction per Bounce, okay. Ja, gut. Ist aber okay hier. Wir haben gut durchgebaut. Sein Dragon Knight hier macht auch nicht mehr viel. Sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt schon Stufe 9. Auch fast noch sehr, sehr früh.
Wenn wir wahrscheinlich auch der erste mit sein. Ne, der hier, lol, der ist schon Level 9. Wie viel Gold hat der? Okay, dafür ist er mit Gold ganz schön raus. So sieht es dann halt bei den Leuten aus. Wir werden wahrscheinlich der erste mit 50 Gold sein, der das macht. So. Zack. Und dann kommst du mit drauf. Die Gute kommt runter. Er kommt hier schön mittig ein bisschen mit hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weggerevolt, was ich hätte gebrauchen können. Ich glaube, wir sind fein gerade. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich aufs Leveln oder aufs Rerollen eher konzentrieren soll, ne? Ich glaube, wir warten erstmal, bis hier wieder welche rausfliegen. Der hat einen Abaddon 2, der hat hier einen Chaos Knight 3, Omni, Dragon Knights, der hat einen Timbersword 2 aus dem Nichts. Der hat 1, 2, 3, 4 Knights, dem fehlt. Oh, welcher fehlt dem denn? Die Luna, ne? Und die Luna wird er nicht so schnell kriegen. Und unser Kollege hier unten auch 2 Luna Stufe 2. Wir haben 2 Luna Stufe 2. Also, ich glaube, der kann einpacken. Mit seiner Idee, dass er da vielleicht noch was kriegt. Also er muss auf jeden Fall rausfliegen, das wäre angenehm. Bei ihm, hier weiß ich gar nicht so, er hat Dragon Knight. Es hat jeder einen Dragon Knight gekauft. Das ist voll heftig. In die Richtung hat sich jeder gesehen. Und wenn der hier dann endlich gestorben ist, sieht es halt mit unseren Knights nochmal besser aus. Das heißt, wir sollten noch nicht rerollen und eher sparen oder leveln. Ich glaube, wir sparen einfach mal. Weil wir jetzt leveln, bringen uns ja auch nicht weiter. Ja, hier Omni würden wir kriegen, Bad Rider würden wir kriegen und seinen hochgesehenen Chaos Knight hier würden wir kriegen. Also darauf warten wir jetzt, dass er jetzt mit der nächsten Runde rausfliegt. Ey, er hat auch einen Abaddon, einen Dragon Knight 2. Da freuen wir uns auch schon drauf. Auf wen freuen wir uns nicht? Er kann ruhig noch ein bisschen spielen. Dem gönnen wir das. Dem hier, ja, der hat unseren Bad Rider und unseren Troll. Und der Trolle, ne, gönnen wir nicht. Wir gönnen einfach niemanden mehr. So, er hier hat sich nochmal ganz schön gut gehalten. So, der hier war auch schon Stufe 9 wie wir, aber ich vermute mal, wir stehen immer noch viel besser da mit unseren Einheiten. Das ist meine Erwartung einfach nur da an dem Game gerade hier. Dass wir einfach über alles drüber rasieren. Und ich hoffe, das schätze ich richtig ein. So, wir kriegen jetzt immer auch 13 Gold pro Runde, ne? Den Sieg 3 Gold, Interest 5, Base-Einkommen 5. So, jetzt sind schon mal richtig viele Knights hier wieder drin, ne? Jetzt können wir auch endlich mal vernünftig rerollen. Wenn es nicht so hängen würde. Da ist der letzte Troll. Den wollen wir natürlich haben. Zack. Das ist sehr, sehr schön. Noch ein Dragon Knight. Da ist noch ein Troll-Warlord. Ist halt die Frage, ne? Ja, komm. Komm auf meine Hand, Schatz. So, hier ist nichts mehr für uns dabei gewesen. Wir können es uns halt so ein bisschen erlauben, ne? Wir können jederzeit auf 10 hochgehen. Mit dem Rest halt rerollen, wie wir lustig sind. Wenn ich jetzt natürlich einen Death Prophet ziehe, muss ich es mir überlegen, was ich mache. Der Omni ist halt im Moment unser schwächstes Glied, was wir weiterkaufen würden. Würde ich mal behaupten. Ja, wir rasieren hier immer noch schön drüber. Ich weiß gar nicht, welche Einheit bei uns überhaupt am besten ist. Ist das schon die Verwandlung, die letzte? Ich glaube nicht, oder? Wäre ein bisschen lame. So, machen wir es mal. Da ist noch eine Luna unten, aber Luna ist wichtig. Luna ist sehr wichtig. Aber dann ist nicht so wichtig. Der Dragon Knight. Freunde, ich bin ready. The New Moon ist ready. Ah, ja, ja. Den nehmen wir auch nochmal mit. Das läuft jetzt richtig gut hier. Zum Glück haben wir die eine Runde mehr gespart. Jetzt kann der ja doch noch mit rausfliegen und seinen Dragon Knight noch abgeben. Und dann sind wir glücklich. Ja, er hat sich noch schnell hochgelevelt. Er hat gar kein Gold mehr. Wie sieht denn hier eigentlich bei den oberen Plätzen mit mir aus? Der hat auch kein Gold mehr. Es läuft eigentlich ganz gut. Ja, hier, die können hier gar nichts machen gegen uns. Ein Blinkdagger. Und, oh, da ist der Hyperstone. Ich wusste es. Überlegt mal, wie ich mich geärgert hätte, wenn ich da was verkackt hätte. Aber jetzt ärgere ich mich, dass ich das andere Item da verendet habe. Weil wir den jetzt natürlich gerade auch nicht kriegen. Ja, komm hier, wir müssen mal schauen. Wer hat denn das jetzt, die Luna, ne? Ja, die Luna, die Gute. Wer soll unbedingt einfach mal so in die Backline rein? Unser Omni, unser Abaddon. Keiner mag Abaddon, oder? Abaddon, du bist jetzt der Suizidbeauftragte. Einfach immer rein. Wir alle machen hier unsere Arbeit, würde ich sagen. So, der Treu-Warlord, den hätten wir auch noch gerne, Stufe 3. Wenn ein Treu-Warlord Stufe 3... würde schon ordentlich was gehen. Ich überlege gerade, welches Item war denn das hier? Das hier. Wenn wir sowas hier auf den Troll-Warlord kriegen würden. Eieiei.
Das würde abgehen, aber naja, ist fein. So, Leute, er fliegt. Wie riesig ist er? Wir können uns gleich unseren neuen... Leute, er ist jetzt einfach kein Zombie mehr. Er ist jetzt einfach ein Geist aus der Flasche. Und er ist aber so riesig, kann nirgends wie ein vernünftiger zeigen. Guck mal, wie riesig er hier ist, ey. So, hier können wir uns den angucken. Lol. Schaut ihn euch an, ey. Was ein ehrenvoller Geist. Okay, ich sehe uns aber auch eher wieder auf dem Vogel. Muss ich auch mal ehrlich dazu sagen. Oh, da ist ein Omni, mit dem wir nichts anfangen können. Also zack und zack. Ja, wir können es im Moment alles erlauben. Wir sind einfach so stark. Stompen wir über alles rüber, oder? Aber mit 5 Einheiten haben wir hier den einen auch gezogen. Der hier, weiß nicht, könnte jetzt nochmal interessant werden. Hat der 1, 2, 3, 4, 5, 6, der hatte 10 Einheiten? Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwas versucht, irgendwie falsch geguckt. Oh, aber er hat auch Trolle. Aber wir auch. Oder sieht er gerade? Haben wir irgendwo gewonnen? Oh, wir haben ihn hier ganz schön demoliert mit 7 Einheiten im Sieg. So. Ja, es gibt halt noch viele schöne Einheiten, die wir gleichzeitig haben und gleichzeitig aber auch auf dem Feld noch ein paar Sachen haben wollen. Also noch eine Sache haben wollen, da müssen wir mal gucken. Trollwaller 2 wäre halt nochmal cool hinzusetzen und Witch Doctor 2 würde ich auch hinsetzen, gar kein Problem. Ja, ihr schafft es auch mal fertig zu werden, sehr, sehr schön. Ja, hier, komm. Ein Ding, ein King. Nehmen wir mit. Nächste Runde geht... Ah, nee, wir leveln noch einmal hoch, dann warten wir. Oder? Oder machen wir... Komm, wir machen jetzt zu Ende. Scheiß drauf, ey. Einfach scheiß drauf. Uns ist es egal. Wir können es uns erlauben. Hier, unser Geist muss noch hier Slalom durchfliegen. Weil ich dachte eigentlich, er wäre groß genug. Aber nein. Er sieht so cool aus. Ja. So, ne? Aber können wir jetzt auch die Kamera weiter rauszoomen? Irgendwie nicht, ne? Er blockiert nur mehr. Und hier spritzt es ohne Ende. Eieiei, wem will man das erklären? Aber ja, unsere Winning Streak geht ja so weit nach oben. Mit 85% gewinnen hier. Haben wir schon wieder fast eine perfekte Runde gespielt. Oh, die sind jetzt alle low. Macht nicht diesen Leute, ihr dürft jetzt nicht alle abkrebeln. Komm, ich reroll jetzt auch mein ganz... Ah, nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich reroll für euch Jungs jetzt auch alles weg hier. Kommt, wir gehen jetzt all in, weil wir probieren. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Scheiß drauf, würde ich sagen. Außer natürlich, ihr kommt nur noch Scheiße an. Ja. Shadow Shaman 3 ist safe. Ist confirmed. Nächste Runde aber leider erst. Ach komm. Zeig mir doch noch was Cooles, bevor alle rausfliegen. Weil die Runde haben wir haben einfach solide gespielt. Wir haben den Sieg zwar noch ein bisschen zu einfach bekommen, aber trotzdem sagen, wir haben ihn verdient. So ein Witch Doctor wäre noch cool. Er ist auch ganz cool. Den nehmen wir natürlich auch mit. Davon wollen wir auch nichts haben. Da ist der letzte Witch Doctor auch noch, ne? Alter, das Spiel, es gönnt uns halt auch nochmal zusätzlich, ne? Schaut euch das mal an jetzt. Schaut euch das einfach nur mal an. Das ist doch lächerlich. Das hier ist lächerlich, was wir jetzt aufgebaut haben. Und dagegen kann auch keiner mehr was machen. Das ist vollkommen uninteressant, dass wir gar kein Gold mehr haben. Weil, entschuldige mal, aber Witch Doctor 3, der 3, der hier 3, der 3. Hilfe. So. Da kann der Drache auch dumm gucken. Der wird da auch nicht viel reißen hier. Guckt euch ihn an, wir werden demolieren und ihn klein hacken hier. Zack, da kippt er um. Vitali Booster können wir wahrscheinlich nicht mehr so viel mit anfangen. Kriegen wir keine Kombo hier raus mit dem Schild. Aber, ja. Es stört uns nicht, sage ich es mal so. Haben oder nicht haben. Den Dragon Knight haben wir einfach nicht nochmal bekommen, ne? Unser Troll wartet eigentlich ja auch auf Anschluss. Aber da wird kein Zug mehr kommen, glaube ich. Alter, wie sieht's mit der Luna mit Items aus? Ja, komm.
Nimm. Gönn dir. Schade ist halt, dass wir die Schelme nicht nochmal bekommen haben. Da hätten wir so ein starkes Item auf der gehabt. Aber das haben wir im Moment auch gar nicht nötig. Also unser neuer Kurier hat uns einfach zum Sieg geführt. Er ist einfach Superman. Schaut ihn euch an. Er fliegt hier rum wie so ein Superman. Wer fürs Gute kämpfen, der Blaue hier? Der blaue Pirat. So, ja, guck. Wir haben mit den Knights das so heftig runtergespielt. Wir haben gerade mit 10 Einheiten auf unser Feld gekommen, den anderen mit 7 Einheiten geplättet. Und er wurde von dem anderen einfach umgekloppt, ist ja langweilig. Hätten wir an sich auch übernehmen können, wir haben mit 85% gewonnen. Das ist schon heftig. Dafür haben wir einen Rang abbekommen. Das ist ein bisschen schade. Aber 33,3. Oh, das ist eine schöne Zahl, ne? Haben wir eine schöne KD gespielt. Wir haben auch sehr gutes. Hier, guck mal, wir haben so einen guten Goldhaushalt gehabt. Wir hatten einfach über 70 Gold mehr zum zweiten. Und der hat auch, an sich hat er auch gut mit Gold gespielt. Im Gegensatz hier zu dem, weil die ja gleichzeitig rausgeflogen sind. Auch in Ordnung. Ja, ich würde sagen, danke. Oh, ich habe Hixen. Hixen, Hixen, Hixen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.